So, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy Folge 10. Final Fantasy 1 Folge 10. Was im Endeffekt Final Fantasy ist, oder? Ja. Ich habe alles richtig gemacht. Wow. Auf jeden Fall, wir haben beim letzten Mal tatsächlich den Altar der Erde geschafft. Aber wir haben dafür eigentlich nur eine X-Potion bekommen. Was heißt nur? Wir haben eine X-Potion bekommen. Eine X-Potion ist eigentlich super, nur dass sie uns kaum was bringt. Stimmt's? Hä? Eine X-Potion bringt uns eigentlich nichts. Nee, jetzt momentan nicht. Da gab's auch ein Gegner hätte auch noch so ein Mega-Ether-Dings gedroppt. Das komplett Ether auffüllt, glaube ich. Und ja, es hätte auch nicht so viel gebracht, finde ich. Eigentlich sind nur die Bardentunika und das Kotetsu ziemlich gut. Und die will ich haben. Kurz gesagt. Und deswegen... Ich habe gerade den komischen Hai für 991 gehittet. Das heißt, wir machen Fortschritte. Nein, das war das Korallschwert. Wir sind effektiv gegen marine Gegner. Bingo. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das Korallschwert gegen marine Gegner effektiv sein sollte, aber egal. Egal. So, was haben wir hier Schönes? Nee, war ich doch schon mal. Ja, du analysierst gerade unsere Heimatinsel, aber egal. Hat eben auch anderswo Häfen. Wir haben außerdem, wir haben natürlich nicht nur den Erdesaltar da gemacht, wir haben den Erdkristall schon aktiviert und sind jetzt auf der Suche nach Feuer, Wind und... Wasser? Bingo. Wasser. Entschuldigung, ich bin blöd. Aber auf jeden Fall werden wir uns vermutlich als erstes um Wind kümmern, weil die Wüste so schön ist. Ist das die? Ja, das ist die. Die ist riesig. Und weil ich mir das aussuchen durfte und wir vermutlich nicht mal dahin kommen, oder? Das sieht mir nach einer Stadt aus. Das heißt, hier muss irgendwo ein Hafen sein. Weißt du, warum da so viel Wald auf der Insel ist? Mit dem Luftschiff, das man später bekommt, kann man nicht auf Wald landen. Und hier ist die gesamte Insel voller Wald. Und auf Sumpf natürlich auch nicht. Was dafür spricht, dass wir erstens da keinen Hafen finden werden. Und zweitens ganz links oben so ein kleines Ding sein wird, wo man landen kann. Aber gut. Wir fangen am besten damit an, ob wir einen Hafen finden oder nicht. Und das Gebiet machen wir dann als erstes, oder? Mhm. Würde ich auch sagen. Boah. Hier sind keine Häfen. Warum haben die keine Häfen? Oh. Die Meeresgegner sind überall die gleichen. Vor allem alles ist auch abgedichtet, dass man ja nicht mit Luftschiff landen kann. Ich freue mich schon, wenn wir unser Luftschiff haben. Du auch? Total. Ich will jetzt erstmal irgendwie wieder weiterkommen. Luftschiff ist weiterkommen. 400. Cool. Da war ein Hafen. Na? Du hast da was gesehen, ja? Irgendwie habe ich da was gesehen gehabt, ja. Eigentlich schon. Aber das kann auch erklären, warum ich da nichts gesehen habe. Denn da war kein Hafen. Wow, neue Gegner. Rote Sahagis. Ui. Könige. Genau wie die Ork-Häuptlinge und die Goblin-Anführer. Oh. Den Tempel erinnere ich mich noch. Das Loch. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das sind noch 3, 4. Überall Löcher. Löcher in Inseln. Da ploppst du dann irgendwann mal raus und fragst dich, wie bin ich nur hier hingekommen? Was ist hier noch? What the fuck, Flo? Ich mach nichts. Was zur Hölle? Ich hab nichts gemacht. Entschuldigung.
Das wurde aber von Frapstop bestimmt nicht aufgezeichnet, oder? Doch, ich denke schon. Na ja, gut. Dann entschuldige ich mich dafür. Ich weiß nicht, warum Helsing so große Finger hat, beziehungsweise so fette Finger und dann auf Steuerung S kommt oder so. Aber egal. Ich muss ja nicht alles auf dich schieben. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Also, wir haben immer noch keinen Hafen gefunden, ja. Nö, irgendwie nicht. Irgendwie gibt's hier keine Häfen mehr. Also in den kompletten beiden oberen Inseln gibt's keine Häfen. Scheiße. Müssen wir jetzt echt ernsthaft da unten die ganze scheiß Insel absuchen? Wie assi ist das denn? Ich glaube, wir machen uns am besten bald mal auf die Suche nach dem Luftschiff. Du, da war doch dieser komische Wissenschaftler. Wissenschaftler? Der eigentlich nicht mit dir reden wollte. Wissenschaftler. Da in der Stadt der komischen Verfaulten. Wissenschaftler. Da oben bei den Grabsteinen war der. Red mal mit dem, das ist ein Wissenschaftler. Und? Aber es ist kein Sid. Vielleicht weiß der jetzt was, plötzlich. Durch eine Eingebung. Da ganz oben war der in der Stadt. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, Mann. Nein, er sagt immer noch dasselbe. Verdammt, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht Höhensprünge machen lassen, weil ich eine Idee habe. Eine schlechte. Dieses Spiel macht einen echt fertig. Ja. La 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 la. So, mal gucken, wo es als nächstes weitergeht. Ich kann jetzt nicht ertragen, wie lange wir hier da suchen. Terrahöhle, Todbringer, Crescent. Der Vulkan Guruk. Soll ich den Text mal kurz durchlesen? Ja, aber für dich. Okay. Geh zurück zur Stadt Crescent. Hinter den Zauberläden war was. Da, wo ich gesagt hatte, dass das komisch aussieht eigentlich. Das war da unten jetzt, wo du bist, einfach ein bisschen nach Westen, nach Osten. Genau dahin. Wir hätten jetzt Ewigkeiten gesucht, oder? Bestimmt, ja. Es hätte in jedem Fall damit geendet, dass wir in die Komplettlösung gucken. Das kann ich dir sagen. Egal was passiert wäre, wir hätten in die Komplettlösung geguckt. Naja, gut. Oh. 9 Gegner, Alter. Aber ich bin glücklich, dass du hier richtig warst bei Crescent und bist automatisch schon hierher gekommen.
Ich frage mich, ob du diese X-Potion jemals verwenden wirst. Ja. Bestimmt irgendwann mal. Die Schreiber von der Komplettlösung haben übrigens auch gemerkt, dass man an diesem Punkt hier im Spiel in Geld schwimmen sollte. Hinter den Magieläden und dann nach Osten. Also da diese Brücke rüber. Das ist... Na gut. Wir sind die 12 Weisen. Die Veränderung der Gestirne am nächtlichen Firmament. Und die ausgesprochenen Prophezeiungen führten uns in dieses Land. Mein Name ist Lucan. Ich kann sie spüren und ich kann sie sehen. Die immer wiederkehrende Seele des Bösen. Gleichwohl gibt es Hoffnung. Denn ein schwacher Lichtschimmer beleuchtet den Weg, der uns aus der Dunkelheit führt. Vier Kristalle, bla, bla, bla. Die vier Chaos überschatten mit ihren finsteren Machenschaften den schützenden Glanz der Kristalle. Ihr habt das Chaos der Erde besiegt. Der Kristalle strahlt wieder in seinem alten Glanz. Menschen, Elfen und Zwerge, sie alle werden es euch danken. Doch noch ist die Gefahr nicht gebannt. Das Chaos des Feuers ist durch die Wunden 200 Jahre zu früh, aber nehmt dieses Kanu. Euer Schicksal führt euch zum Urteil. Okay. Wir haben Kanu, verfickte Scheiße, hoch. Mit den anderen redest du bitte nicht. Warum nicht? Nee. Wir haben jetzt schon, die sagen alle dasselbe, oder? Ja, ja. Doch, vier Chaos, vier Chaos und vier Lichter, Wir haben auf jeden Fall das Kanu, was wichtig ist. Kannst du damit da drin fahren? Da drin kannst du fahren. Das sieht ja auch episch aus. Oh! Krokodile, die auf dem Wasser laufen. Das erinnert mich irgendwie an Final Fantasy 3, wo dieses komische faltbare Kanu war. Erinnerst du dich daran? Das ist das Spiel, das ich spielen werde. Wenn ich schaffe, beide Bildschirme überhaupt aufzunehmen. Das wird eine Schwierigkeit. Mein Gott, der Wasserfall im Hintergrund. Episch. Ach ja. Oh, Draven. Wow. Das Übliche. Aber das sieht hier mal wieder aus, als ob du hier leveln kannst, rein theoretisch. Also, du musst es jetzt nicht machen, aber du levelst hier schon die ganze Zeit. Oh, der Vulkan Guruk, also. Hä? Was zur Hölle? Wie sah denn das Vieh aus? Den da? Oh! Ja, sieht ziemlich gut aus. Obwohl die Gegner hier noch Isegrims waren? Hm. Zelt. Na, rein oder was? Ja, aber erstmal speichern. Du willst ja mal draußen speichern. Okay. Auch wieder coole Musik. Und auch wieder Lava, durch die du durchlaufen sollst. Sowas habe ich in Spielen immer gehasst, wenn du durch die Lava laufen sollst und dir Schaden machen sollst. Eigentlich müsste ich es ja so machen, ich muss mir den Original-Soundtrack von Final Fantasy 1 immer vom jeweiligen Gebiet in den Hintergrund machen. Aber das ist mir zu aufwendig. Viel zu aufwendig. Aber da wo der Erdkristall war, ja? Da, von da oben kommst du. Da waren immer diese Erdelementare in diesen Schatzräumen. Hier werden Feuerelementare sein, bin ich mir ziemlich sicher. Werden wir gleich herausfinden. Feuerhydra?
Feuerelementar. Die lassen auch nicht auf sich warten. Auch nicht wirklich Herausforderung, die Gegner. Warum ist das hier gerade passiert? Was? Ach, boah. Hier, der Teamviewer ist gerade ein bisschen abgeschmiert, ja. Aber du spielst noch, oder? Du merkst es, wenn ich mit Teamviewer plötzlich auf dich wieder zugreife? Ja, ja. Okay, dann habe ich das mal gefixt. Warum einfach so Teamviewer abschmiert, ist mir ein Rätsel, aber ja, ich muss damit leben. Passiert mal, wenn Teamviewer seit 3 Stunden durchgängig läuft. Also, ja. Eigentlich wundere ich mich gar nicht. Hier sind auch wieder diese 1000 Füßler. Füßler, ich habe meine Lektion gelernt. Oh, der Raum ist so riesig. Keine Herausforderung. Nee. Nur Echidna war eine Herausforderung und der Cerberus, oder? Ja, bisher schon. Okay. Dann hat's doch einen guten Hintergrund gehabt, dass du jetzt Echidna besiegt hast. Erstens das Erfolgsgefühl, das Erfolgserlebnis, als du sie tatsächlich besiegt hast, glaube ich. Und eben, ja, diese tolle Höhle hinter dir zu haben. Die wir natürlich nachher mal wieder machen werden. Beziehungsweise ein andermal. Als Bonus. Jo. Weil es so toll war, natürlich. Aber die Ebenen vom Altar der Erde waren eigentlich schon ziemlich abwechslungsreich, oder? Ja. Auf jeden Fall besser als jetzt, keine Ahnung, so normale. Ja, ganz normale Dungeons. Da war da einmal dieses Lilane, einmal die Wüste. Es gibt viel bessere von diesen Ebenen. Einfach mal. Oh, Riesenschwert. Ich werde da nicht spoilern. Es gibt richtig geile Ebenen. Und eine, die furchtbar nervig ist. Eine, die ist so nervig, die konnte ich mal auswendig. Und wenn ihr seht, was ich meine, dann wisst ihr, warum die nervt. Effektiv gegen riesige Gegner. Ogre sind riesig, oder? Cerberus ist was schwächer als eine Metallaxt, oder? Mhm. Cerberus ist auch riesig. Seht ihr auch dazu? Kann ich nicht sagen. Die Schwerter funktionieren meistens nicht so. Riesig sind eigentlich nur die normalen Gegner, die dann als Riesen gekennzeichnet sind. Aber gut. Ja, ist egal, ich hab's eh nicht angelegt. Ja. Hätte deinen Angriff bestimmt um 5 oder so gesenkt. Kannst du nicht zulassen, wa? Nee. Um 3 hätte er es nur gesenkt, aber... Oh. Boah. Spust du eigentlich die ganze Zeit bei den Kämpfen vor? Ja. Oh. Das dauert also trotzdem noch so lange, obwohl du vorspielst, spulst. Yep. Oh, oh. Ach, jetzt kommen schon 2 Feuerelementare. Wenn da noch Geld drin. Ne? Pyrolis. Also der Raum ist mir hier viel zu groß. Ganz ehrlich. Warum gibst du nur Räume? Es sind doch hier so eine Räume, die eigentlich nur die Entwickler von Pokémon Kaizo und Blue Kaizo oder so machen. Also, wir haben gerade Craven. warum klappt Exitus bei den Gegnern, wenn die das machen immer? Das war dein letzter Fünfsfeder. Wenn du das nächste Mal 49.500 einfach mal so frei... Oh. What? Hat sich der große Raum gelohnt? Ja. Ein bisschen.
Naja. Ich weiß nicht. Sind ja nicht gerade allzu gute Items, die da drin sind, aber ja, ich werde mich nicht beschweren. Naja, aber der Raum ist auch eigentlich nicht dafür da, dass es ein Schatzraum ist. Ja. Der ist nämlich dafür da, dass du die Lava da unten umgeben kannst. Und was würde dir das bringen? Du kannst doch einfach ein bisschen, was weiß ich, 50 Schaden nehmen und da drüber gehen. Naja, so habe ich noch die Schätze mitgenommen, ne? Ja. Und habe jetzt fast ein komplettes Mithril-Equip zum Verkaufen, weil ich den ganzen Grab schon habe. Und ich komme da nicht durch. Das an sich auch nicht teuer ist. Ich glaube, du kannst gleich wieder den Aspekt Lava umgehen rausnehmen. Oh, doch nicht. Da geht's dann doch raus. Aber so. Muss doch hier irgendwo... Das war der ganze Flur. Die ganze Ebene, meine ich. Da muss es trotzdem noch hier irgendwas geben. Das ist so auffällig sonst. Du hast doch gesehen, dass es auf der anderen Seite gar nicht, nichts mehr gab. Hier muss es was geben. Mit der Aussage muss, sucht man dann die ganze dämliche Ebene ab und am Ende ist nichts da. Na, willst du jetzt noch überall die Wand anklicken am besten? Ja. Final Fantasy 3 hat mich gelehrt, immer die ganze Zeit gegen die Wände zu laufen. Aber das kennst du mit Sicherheit auch noch. Aber hier in dem Spiel macht das nicht so viel Sinn. Weißt du eigentlich, dass ich mehrere Wege hasse? Wie die Pest? Ja. Wenn man dann den richtigen Weg findet, geht man wieder zurück und auf der anderen Seite dann die Kisten sind. Es ist so nervtötend, immer so eine mehrere Wege zu haben. Man sollte den Spielern die Wahl lassen, ob sie den richtigen Weg gehen wollen oder die tollen Waffen aufnehmen wollen. Na gut, ich will jetzt hier nicht irgendwelchen Spieleentwicklern irgendwas vorschreiben. Also, Final Fantasy ist trotzdem ein gutes Spiel. Final Fantasy 1 ist... Links ist nichts. Okay, ich nehme das alles wieder zurück. Ich will den doch vorschreiben. Das ist asozial, wenn die das machen. Nie wieder. Nie wieder. Gurok 4. Überall Lava. Feuergigas. Bin ich ein bisschen erstaunt. Geh hoch. Geh. Geh ein. Bitte. Gut, danke schön. Endlich. So. Nächste Ebene. Ja, sieht schon vielversprechender aus, aber es ist alles immer, es ist immer verzweigter, wirklich. Bist du gerade irgendwie im Kreis genau? Ja, ehrlicher dann, ich mag ihn jetzt schon nicht. Du weißt das doch, ich suche immer Kisten. Ja, ich weiß, was du da machst. Und es sieht toll aus. Um genau zu sein, suchst du nach dem Feuerschwert, das vermutlich hier irgendwo rumliegt. Aber... ich kann dir nicht sagen, wo. Und ob überhaupt. Vermutlich das Eisschwert liegt hier eher. Wieder kein Eisschwert. Jetzt? Ein Eisschwert oder eine Eisrüstung. Irgendwas muss doch hier sein. Goldnadel. Na, kein Eisschwert. Wir sind bei 129.000 Gil. Maus. Oh, Entschuldigung. Schon wieder. Das war jetzt nicht mit Absicht. Ich habe mich nicht mal... Jetzt war sie gerade mit. Dämliche Maus. Jetzt ist sie wieder im Bild gewesen.
Du kannst froh sein, dass du momentan keinen Skin für deinen Mauscursor hast, oder? So, muss ich mich einfach nicht mehr bewegen, dann bewegt sich meine Maus nicht mehr von alleine. Wow, 10 Gil. Hat sich ja gelohnt, die mit Ruhe aufzumachen. Wenn man wie bei Terraria wenigstens die Truhen mitnehmen könnte und verkaufen könnte, ja? Die geben eigentlich ganz gut Geld, die Viecher da eben. Ah, na so ein Scheiß aber auch. Okay, puh. Ich war hier noch nicht fertig. Na gut, auf dieser Ebene ist es sogar mal berechtigt, dass du hier rumguckst. Weil hier überall diese Schätze rumliegen. Boah, vier Minotauren. Ich glaube, wir sollten langsam mal die Folge beenden, oder? Eine etwas längere machen. Machen wir den Dungeon hier noch zu Ende? Ja. In der Folge? Okay. Ich hab das Frostschwert. Dann wird die eine halbe Stunde. Jetzt gucken wir uns mal die Animation. Okay, dann hast du jetzt keinen Grund mehr, hier weiter rumzurennen, oder? Rutzer. Vielleicht liegt hier ja noch was. Hier wird nichts mehr liegen. Nicht mehr auf der Ebene, du hast das. Hey! Du hast... Dankeschön. Du hast das Megaschwert auf dieser Ebene schon gefunden. Und es macht auch viel Schaden. 400? Ja. Ah, ich bin wieder am Anfang. Okay. So, wieder die tolle Magie einsetzen und ja. Oder willst du doch die Folge hier beenden? Jetzt. Hier kommt doch noch der Teil dazu, wie eben vorhin mal TV abgestürzt ist. Ach ja. Ja gut, dann beenden wir jetzt erstmal. Gut, dann das war Folge 10 gewesen. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall den Bosskampf von diesem Dungeon hier. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin Flo, das war eben Helsing und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.